Hallo Steinbock und herzlich willkommen zur Juni-Monatslegung. Hallo natürlich auch an alle, die den Steinbock im Aszendenten, im Mond oder in der Venus in sich tragen. Und natürlich auch hallo an alle Crosswatcher, die auf einen Steinbock schauen. Wie immer findet ihr alle Infos auch über die Kartendecks in der Infobox. Und wie immer, es ist eine öffentliche Legung. Sie kann mit dir resonieren, entweder zum Teil oder auch gar nicht mit dir resonieren. Ja, immer in Eigenverantwortung anschauen. Ja, und bevor wir gleich auf Liebe und Beruf schauen, schauen wir als allererstes erstmal auf eine Herausforderung. Liebes Universum, was ist denn hier so eine Herausforderung im Juni für den ein oder anderen Steinbock? Meine liebsten Schattenspiegel, ich schätze ja Steinböcke echt richtig, richtig doll, auch wenn sie gerne anderen den Spiegel vor die Nase halten, aber selbst manchmal ein bisschen daran verzweifeln, sich ihren eigenen Schattenthemen zu stellen. Wie gesagt, nicht alle, ne? Ich rede nur von der Grundenergie des Steinbocks. Ihr habt ja auch weitere Aspekte in euch. Wir haben hier den Stern, Inspiration, Klarheit, vielleicht auch Licht am Ende des Tunnels. Ja, hier der Kelche auf dem Kopf. Also, zum einen könnte es hier durchaus sein, dass hier so ein bisschen emotionale Frustration, Verdruss eine Rolle spielt, weil sich etwas verändert. Das Ding ist, allein der Stern, der hier neue Klarheit bringt, der so ein bisschen das Licht am Ende des Tunnels anzeigt, könnte natürlich auf emotionaler Ebene für ein kleines Chaos sorgen, weil sich einfach ja das Ende von Stagnation auch anzeigt. Vielleicht auch neue Beziehungen, neue Erfahrungen sich hier bereits anzeigen und man einfach noch zu sehr fokussiert ist auf das Negative, ja. Das heißt, so ein bisschen Wendepunktenergie, die sich hier bereits zeigt im Juni und alleine dieses Ende von der schweren Phase, das ist so, ich weiß nicht, ob du das vorstellen kannst, stell dir vor, du hast so ein, keine Ahnung, 100 Kilo Langhantel auf der Schulter, die hast du die ganze Zeit mit dir rumgeschleppt und jetzt fällt die einmal runter. Wie reagiert dein Körper darauf? Fühlt sich erstmal komisch an, befremdlich an. Und das scheint hier auf emotionaler Ebene so ein bisschen die Herausforderung zu sein. Natürlich, du tust ja auch etwas dafür. Du hast die Langhantel runterfallen lassen, ne? Maßnahmen ergreifen. Aber dieses Gefühl ist erstmal komisch. Oder ich anderes Beispiel, was ich immer habe, wenn ich auf dem Laufband war und ich höre auf zu laufen, habe ich immer das Gefühl, ich kipp so nach vorne. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber das ist dieses Gefühl. Ja, so ein sehr, sehr komisches Feeling aufgrund der Tatsache, dass sich etwas verändert, ne? Und stellt sich hier ein bisschen als Herausforderung dar. Neue Klarheit, neue Inspiration. Neue Inspiration hat ja auch sehr viel mit dem Emotionalen zu tun, ne? Wir schauen auf das Positive. Hier zeigt sich schon mal Harmonie mit den Lilien. Eine positive Errungenschaft ist wieder Balance zu schaffen mit dir und auch natürlich den Beziehungen im Außen. Ganz gleich, ob privat oder beruflicher Natur. Erfolg. Der Einklang von deinen Stärken und deinen Schwächen ist hier angezeigt. Also absolute Übergangsenergie hier im Juni angezeigt. Des Weiteren gibt es hier auch tolle Nachrichten, ja, die reinkommen, aufgrund natürlich der Tatsache, dass du etwas dafür getan hast, weil du wieder die Führung auch übernommen hast, weil du dein Potenzial, dein Charisma, deine Hoffnung erneuert hast, verändert sich etwas und du surfst hier so ein bisschen auf der Welle des Erfolges. Ja, wie gesagt, entweder zwischenmenschlich oder auch beruflicher Natur. Auf jeden Fall bist du hier im Einklang. Das heißt, ja, wirklich auf einer, ich würde fast sagen, auch neutralen Energie, ne? Das heißt, die Schwere auf der einen Seite ist noch da. Das Neue ist auch noch nicht hundertprozentig da, ist aber schon in der Aussicht. Und du bist gerade so zwischendrin, in diesem komischen, weirden Feeling, wo du nicht weißt, wo geht's jetzt eigentlich weiter. Ne? Und da ist natürlich Inspiration und Klarheit unglaublich wichtig, um die nächsten Schritte zu machen in eine positive Richtung. Okay. Wir schauen auf Liebe und Beziehungen. Was kriegen wir denn da in der Grundenergie, liebes Universum? Die Schlange guckt raus und ja, möglicherweise drehen sich. Handelt es sich hier auch um öffentliche Treffen? Dreht es sich um Treffen? Genau, das wollte ich eigentlich ursprünglich sagen.
Also, hier liegt noch eine Komplikation drin. Kann natürlich emotionaler Natur sein, ne, dass hier noch eine alte Trennung irgendwo drauf liegt, ne, irgendeine Enttäuschung, egal, familiär, freundschaftlich, liebestechnisch, wie auch immer, geht jetzt aber raus. Und damit kommt natürlich auch eine Öffnung mit dem Park. Und das kann natürlich auch dafür sprechen, dass hier Dates wieder eine Rolle spielen für die Singles. Beziehungsweise auch für jemanden in einer Beziehung jetzt eine Beziehung heilt. Auch das ist möglich. Ja, guck mal hier, Gericht. Heilung. Ablösen der Vergangenheit. Ja, absolute Transparenz und damit auch wieder hören auf den Ruf der eigenen Seele. Sehr schön. Eine endgültige Entscheidung sorgt dafür. Ja, guck mal an hier. Das ist so ein bisschen dieses weirde Feeling, wovon ich gesprochen habe, wo man einfach nochmal so ein bisschen emotional reflektiert. Ne? Fünf der Kelche, das ist ja wirklich so ein Mangel, das ist die Unvollkommenheit in der emotionalen Energie. Es ist die Enttäuschung, es ist der Verlust, der hier erlitten wurde. Allerdings auch schon mit der Thematik der Heilung angezeigt. Ne? Die beiden Kelche, die werden hier schon angestrahlt. Das heißt, neue Partnerschaften kündigen sich an. Haben wir ja hier auch schon liegen. Neue Anziehung findet statt. Ja, du gehst wieder raus. Du bist nicht mehr eingeengt, nicht mehr verschlossen. Jetzt haben wir schon wieder den Kelchkönig hier auf der Unterseite. Und dadurch bist du ja auch in der Lage, eben wieder auf neue Menschen zuzugehen, beziehungsweise auch dich, deinem Partner, deiner Partnerin oder auch den freundschaftlichen Angelegenheiten wieder zu öffnen. Ja, also sehr, sehr gut hier. Ass der Münzen, ein solider Neuanfang. Ja, und Neuanfänge können auch in Partnerschaften, in bereits bestehenden Partnerschaften eine Rolle spielen, weil man sich wieder öffnet. Ass der Münzen ist natürlich Fülle, Glück, Zufriedenheit. Ja, die Saat für die Zukunft, einfach auch Grundlagen schaffen für Traum- und Wunscherfüllung und der Hinweis eben auch geerdet zu bleiben. Das heißt, sich auch ein bisschen die Realität anzuschauen. Was ist los, ne? Was war und was ist möglich? Was möglich ist, ist natürlich auch immer der eigenen Realitäts- und Vorstellungskraft geschuldet und alles, was du dir letztendlich auch schon vorstellen kannst, kann natürlich auch realisiert werden. Und wenn du dir jetzt vorstellst, in eine neue Partnerschaft zu gehen, bist du auch de facto in der Anziehung und ziehst so neue Menschen in dein Leben, beziehungsweise öffnest dich für die bereits bestehende Partnerschaft. Ja, und hier haben wir nämlich das Aufarbeiten, Gedankenkarussell, die unnützen Gedanken. Da legen wir auch nochmal eine Klärungsenergie rauf. Und da zeigt sich mit dem Ritter der Schwerter auch die Veränderung, das Umdenken, ne? Zurück zur Logik, zurück auch wieder in den Ehrgeiz. Ne? Ja, Dinge analysieren, die eigene Intelligenz nutzen, natürlich auch die emotionale Intelligenz nutzen und sich hier wirklich auch realistisch bewusst machen, okay, Vergangenheit ist vergangen. Wenn ich jetzt und in Zukunft glücklich sein möchte, dann muss ich natürlich auch die positiven Gefühle wieder in mir wachsen lassen. Und dann findet hier langfristig betrachtet auch ein bisschen das Durchspülen statt. Ja, so könnte man es sagen. Das heißt, die alten Kelche werden ausgeleert, die sind nicht mehr dienlich und dementsprechend können entweder neue Kelche besorgt werden, weil diese Kelche einfach so zerbrochen sind, dass man da nichts mehr kitten kann. Ne, das kann eben auch für alte Freundschaften stehen, die man vielleicht noch so ein bisschen nachgetrauert hat, wo man jetzt aber erkennt, nee, das bringt nichts, sich darüber Gedanken zu machen, warum, wieso, weshalb Menschen dich enttäuscht haben. Solange da keine klare Entschuldigung kommt, bringt es da auch nichts, irgendwie selber was dran rumzuflicken. Diese Kelche würden immer wieder zerbrechen. Schafft natürlich auch Platz im Schrank für neue Kelche. Hier sind es eher deine eigenen Kelche, ne, die jetzt einmal kräftig gespült werden und gereinigt werden und dementsprechend auch mit neuen Emotionen, mit neuer Fülle gefüllt werden kann. Ne? Es hat, wie gesagt, hier auch mit dem Verlust zu tun. Manchmal muss man Menschen auch einfach fallen lassen, zurücklassen und sie sich selbst überlassen. Ne? Auch ihr könnt nicht jedem den Spiegel vorhalten und Menschen damit
auf den Weg der Besserung bringen. Auch ihr müsst euch um euch kümmern, ne? Das ist natürlich wichtig. Also Veränderung hier auch bei euch in der Beziehungsdynamik. Neues Kennenlernen ist möglich. Ein solider Neuanfang entsteht hier. Zumindest sehe ich euch wieder rausgehen und sehe euch auch in der Aufarbeitung, ne? Sehr schön. Okay. Dann schauen wir hier mal auf Finanzen und Beruf. Was kriegen wir denn hier für das Erdzeichen? Ist hier gerade was in der Planung oder läuft hier alles wie am Schnürchen? Ja, da bist du voll mit dem Herzen dabei. Ich habe nichts anderes erwartet. Alle Steinböcke, die ich kenne, sind sehr engagiert und mit dem Herzen bei der Sache, wenn es darum geht, langfristige Stabilität und Sicherheit aufzubauen. Und das zeigt sich auch hier, ne? Du bist Feuer und Flamme für eine Angelegenheit und wir haben hier auf jeden Fall eine Basis. Deutet schon ein bisschen darauf an, dass da alles rund läuft, aber wir schauen mal. Vielleicht gibt es hier auch schon die Planung auf Erweiterung. Ja, wunschlos zufrieden, Meilenstein, ne? Die Basis 4 ist erreicht. Also hier wunschlos zufrieden, glücklich, alles läuft genau nach Plan. Dann kriegen wir noch ein wichtiges Ereignis, sorgt hier auch nochmal für Befreiung. Ja, das ist so die Erweiterung, die ich hier in eurer Energie schon wahrgenommen habe. Da möchte ein Samen aufbrechen, so könnte man das sagen. Und ja, guck mal hier. Ich habe es fast gerochen. Eure Energien sind arbeitstechnisch tatsächlich immer die klarsten. Also wirklich, ich habe noch nie Steinböcke erlebt, die eine unklare Energie hatten. Die sind wirklich in der Regel immer sehr, sehr straight. Vor allen Dingen so Steinböcke mit Aszendent Steinbock, ne? Also, Bube der Stäbe. Hier liegt nochmal das vielversprechende Angebot drauf. Entweder weil du es dir selbst gibst oder weil du es reinbekommst. Ne? Wie gesagt, hier Meilenstein-Energie. Du bist in einer gesunden Basis, hast dich eingearbeitet, eingegroovt, alles läuft wirklich rund und sagst jetzt aber auch energetisch, okay, hier wäre durchaus noch eine Erweiterung möglich. Und das schaust du dir jetzt hier im Juni auch ganz genau an. Also du bist ja generell niemand, der irgendwelche Dinge überstürzt, sondern wirklich guckst, passt das in deine Planung rein? Kannst du das auch wirklich realistisch umsetzen? Und das wird hier quasi so entdeckt, ne? Kreativer Anfang, Neuanfang, auch hier ermutigende Botschaften, haben wir aber hier auch schon liegen, ne? Wie gesagt, alles in Harmonie. Und dann kann hier auch eine Erweiterung stattfinden. Hier zeigt sich auch so ein bisschen diese Energie der Inspiration. Du machst hier Brainstorming im Juni, um zu schauen, nimmst du das jetzt auf? Ja, oder wie auch immer. Oder lässt du es einfach sein? Also da wird sich genau angeschaut. Wie gesagt, Grundenergie, arbeitstechnisch, finanztechnisch, würde ich sagen, das läuft hier alles wie am Schnürchen. Also da gibt es nichts zu erzählen. Wie gesagt, wenn jetzt hier irgendwie eine Erweiterung reinkommt, neuer Auftrag, neuer Kunde vielleicht sogar, oder wenn du angestellt bist, neues Themengebiet, was vielleicht dann mit zukommt, ne? Hier Vertragsabschluss könnte, oder zukünftiger Vertragsabschluss könnte eine Rolle spielen. Es ist nichts, was du schlecht findest, ne? Ganz im Gegenteil. Also du bist hier mit vollem Eifer dabei, glücklich und zufrieden, emotional auch erfüllt und deswegen auch mit einer unglaublichen Stabilität hier unterwegs und bist auch offen, empfänglich, ja, so könnte man das sagen und bist deswegen hier in so einem Übergangsritus tatsächlich zu einer Erweiterung. Ob du es jetzt tatsächlich annimmst, das kann ich hier in den Karten nicht sehen, aber ich kann auf jeden Fall sehen, dass es dich schon anspricht und dass du auch ready bist für mehr, langfristig betrachtet. Sehr gut. Schöne Energien, aber gut, bei den Steinböcken habe ich auch fast nichts anderes erwartet auf der arbeitstechnischen Ebene. Ja, zum Schluss gibt es wie gewohnt den Tipp vom Universum, was du im Juni tun solltest, was du nicht tun solltest, kannst du annehmen, musst du nicht, wie genau wie den Rest der Legung. Ne, ich lege es trotzdem aus. Liebes Universum, was sollte der Steinbock im Juni auf jeden Fall tun? Was ist hier dein Tipp? Was solltest du tun? Was solltest du tun? Schwertkönig, eine Gegenüberenergie. Schwertkönig kann unglaublich gut analysieren, sehr gut kommunizieren und hat hier möglicherweise einen Tipp für dich.
Ich nehme es jetzt nicht unbedingt auf den beruflichen wahr, ich nehme es tatsächlich eher auf den privaten Sektor wahr. Das kann eine Freundin sein, das kann ein Freund sein, kann jemand aus der Familie sein oder tatsächlich auch aus dem Kollegenkreis. Eine Person, die dir schon öfter mal einen Ratschlag gegeben hat und auch vielleicht sogar gesagt hat, hier Ursache und Wirkung, du wirst nur dann glücklich sein, wenn du in dir glücklich bist. Ja, sowas zum Beispiel. Das ist schon ein Verstandesmensch mit einer Mischung aus mentalen und spirituellen Bestrebungen. Das heißt, er guckt natürlich auch schon auf Ursache und Wirkung und ist sehr tapfer, spricht auch immer, ja, manchmal die harte Wahrheit aus, auch wenn man sie nicht hören will. Das ist schon jemand, der kann einen sehr, sehr gut lesen. Und dieser Mensch möchte dir einen Ratschlag mit an die Seite geben. Der mag vielleicht hart klingen, aber der hat auch einfach den wahren Kern dahinter, ne? Ob du diesen Ratschlag letztendlich auch umsetzt, das ist das andere, aber zumindest anhören. Könnte sein, dass dieser Ratschlag ungefragt reinkommt. Nicht gleich aggro reagieren, sondern einfach anhören, verarbeiten und der Rest obliegt dann immer noch komplett dir, ob du es umsetzt oder nicht. Ne? Okay, was sollte der Steinbock nicht tun im Juni, liebes Universum? Was sollte der Steinbock nicht tun? In die Ungeduld verfallen. Nicht in Selbstzweifel verfallen ist hier ebenfalls angezeigt mit der Kraft. Übe dich in Selbstbeherrschung und vor allen Dingen sei nicht kleinlich. Fühl dich nicht hilflos. Hilfe kommt zu jeder Zeit, genau dann, wenn du sie brauchst. Wie gesagt, manchmal auch ungefragt. Und deswegen auch nicht in Zweifeln. Fang nicht an zu zweifeln. Denk nicht, dass mit dir irgendwas nicht stimmt. Gerade was so Enttäuschungen in der Vergangenheit angeht, da kann ich dich beruhigen. Das sind Themen, die haben die anderen Personen. Aber wenn du an dir zweifelst, gerade wenn du dich in diesem komischen Gefühl aufhältst, wo du nicht weißt, was ist jetzt hier eigentlich gerade los, irgendwie sind die Belastungen weg, aber die Leichtigkeit ist auch noch nicht so wirklich da. Das muss so sein. Ja, das muss so sein. Das ist der Moment, wo man sich umdreht und da weiß man halt einfach gar nicht, wo steht man gerade. Ne? Also nicht in Zweifel verfallen, nicht in Ungeduld verfallen. Alles ist genau richtig zum jeweiligen Zeitpunkt in deinem Leben. Ja, in dem Sinne, ihr Lieben, ich entlasse euch in den Juni. Ich hoffe, den einen oder anderen konnte ich hiermit ein bisschen weiterhelfen. Sage Dankeschön fürs Zuschauen, fürs Liken, Kommentieren und auch fürs kostenlose Abonnieren. Hilft mir ungemein weiter. Danke für euren Support. Und ja, vielleicht bis ganz bald. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Macht's gut, ihr Lieben.